EA Pop Productions. EA Pop Productions liest Jules Verne. Die Ice Sphinx. Zweiter Band. Heute Kapitel 2. Beschlossen. Dirk Peters. Hunt war der Mestize Dirk Peters, der getreue Leidensgenosse Arthur Pyms, derselbe, den der Kapitän den Guy so lange und so erfolglos in den Vereinigten Staaten gesucht hatte und dessen Anwesenheit uns nun einen neuen Grund zur Fortsetzung unserer Fahrt bieten konnte. Es würde mich nicht verwundern, dass der mit einigem Spürsinn begabte Zuhörer aus den vorhergehenden Kapiteln meiner Schilderung in der Person Hans schon Dirk Peters erraten, dass er einen solchen Theatercoup erwartet hätte. Ja, ich gestehe, eher würde ich mich über das Gegenteil gewundert haben. Es war ja natürlich, fast an die Hand gegeben, zu folgendem Gedankengange zu kommen. Wie konnte in dem Kapitän denn Guy und mir, die wir das Buch Edgar Poes mit der genauen Personalbeschreibung des Dirk Peters so oft gelesen hatten, der Verdacht ausbleiben, dass der Mann, der sich auf den Falklands eingeschifft hatte, und jener Mestize ein und dieselbe Person wären? Bewies das unsererseits nicht einen bedenklichen Mangel an Scharfsinn? Ich gebe das zu, und doch lässt es sich in gewissem Maße erklären. Hannes verriet zwar anhand einer indianischen Abstammung, die auch die von Dirk Peters war, da er verwandtschaftlich zu dem Stamme der Upsarokas im fernen Westen gehörte, und das hätte uns wohl schon auf die richtige Fährte leiten können. Man vergegenwärtige sich aber die Umstände, unter denen Hans sich dem Kapitän Len Guy vorgestellt hatte. Umstände, die einen Zweifel an seiner Identität fast ganz ausschlossen. Hunt wohnte auf den Falklandsinseln, sehr weit von Illinois, inmitten jener Matrosen von allen Nationalitäten, die auf die Fangzeit warteten, um sich an Bord eines Walfängers zu verheuern. Seit seiner Einschiffung hatte er, uns gegenüber, die größte Zurückhaltung beobachtet. Jetzt war es eigentlich das erste Mal gewesen, dass wir ihn reden hörten, und bisher hatte, wenigstens in seiner Haltung und Führung, nichts zu dem Glauben verleiten können, dass er seinen wahren Namen verheimlichte. Wir haben ja auch gesehen, dass er sich zu dem Namen Dirk Peters erst auf die letzten eindringlichen Fragen unseres Kapitäns bekannte. Hunt war freilich eine außergewöhnliche Erscheinung, ein seltsames Wesen und musste schon deshalb einige Aufmerksamkeit erregen. Jetzt fiel mir selbst mehreres auf, wie sein eigentümliches Verhalten, nachdem die Golette den Polarkreis überschritten hatte und sie über das Wasser des freien Meeres her hinsegelte, seine unablässig nach dem südlichen Horizont gerichteten Blicke, seine Hand, die sich durch eine instinktive Bewegung in derselben Richtung ausstreckte. Ferner war es die Insel Bennet, die er schon besucht zu haben schien, auf der er ein Trümmerstück von der Wand der Jane aufgehoben. Endlich die Insel Tsalal. Hier war er uns immer voraus, und wir waren ihm durch das zerrüttete Land wie einem Führer nachgefolgt, bis zur Stelle des ehemaligen Dorfes Klock-Klock, am Eingange der Schlucht und in der Nähe des Hügels, wo sich einst die jetzt spurlos verschwundenen Labyrinthe kreuzten. Ja, alles das musste uns eigentlich die Augen öffnen und, wenigstens in mir, den Gedanken wachrufen, dass Hunt in die Abenteuer Arthur Pyms wohl selbst mit verwickelt gewesen wäre. Und doch, der Kapitän Len Guy hatte ebenso wie sein Passagier Jörling eine Binde vor den Augen. Ja, ja, ich gesteh's mir, wir waren beide blind, während uns doch gewisse Seiten im Buche Edgar Poes hätten recht helläugig machen müssen. Zu bezweifeln war jetzt indes nicht mehr, dass Hunt wirklich Dirk Peters war. Obschon nun um 11 Jahre älter, erschien er doch noch so, wie Arthur Pym ihn geschildert hatte. Freilich ist der wilde Ausdruck, von dem der Bericht spricht, nicht mehr erkennbar, doch auch nach Arthur Pym sollte jener ja nur auf scheinbare Wildheit beruhen. Körperlich zeigte sich keine Änderung. Die untersetzte Gestalt, die kräftige Muskulatur, die Gliedmaßen wie aus einer herkulischen Gießform hervorgegangen und seine Hände, so breit und so stark, dass sie die Form wie bei anderen Menschen kaum noch bewahrt hatten, seine Arme und gebogenen Beine, sein mächtiger großer Kopf und der über die ganze Gesichtsbreite reichende Mund und seine Zähne, so lang, dass sie die Lippen nie mehr als teilweise bedeckten. Alles entsprach noch dem von Arthur Pym entworfenen Bilde. Ich wiederhole, dass dieses Signalement wohl auf unseren Rekruten von den Falklandsinseln zutraf. In seinem Gesicht fand man aber nicht mehr jenen Ausdruck, der,
wenn er ein Zeichen der Heiterkeit war, nur das einer teuflischen Heiterkeit sein konnte. In dieser Beziehung hatte sich der Mestize mit den Jahren verändert. Erfahrungen, Schicksalsschläge, die schrecklichen Ereignisse, deren Zeuge er gewesen. Ereignisse, wie Arthur Pym sagt, die so gänzlich außerhalb der Grenzen des Dagewesenen lagen, dass kaum ein Mensch daran glauben möchte. Diese Erlebnisse waren auf Dirk Peters nicht ohne Einfluss geblieben. Jedenfalls war er aber der getreue Gefährte, dem Arthur Pym wiederholt seine Rettung zu verdanken hatte. Derselbe Dirk Peters, der jenen wie einen Sohn liebte und der niemals die Hoffnung aufgegeben hatte, ihn inmitten der furchtbaren Einöden des Polargebietes noch einmal wiederzufinden. Warum verheimlichte Dirk Peters auf den Falklandsinseln seinen Namen? Warum bewahrte er sein Inkognito auch noch seit der Einschiffung auf der Holbrane? Warum sagte er nicht gleich, wer er war, da er doch die Absichten des Kapitäns Nengai kannte, dessen Bemühungen nur darauf gerichtet waren, seine Landsleute zu retten, indem er dem Wege der Jane folgte? Warum? Ohne Zweifel aus Furcht, dass sein Name bei anderen nur Abscheu erregen würde. War er es doch, der bei den Schreckensszenen des Krampus beteiligt gewesen war, der den Matrosen Parker getötet, sich von dessen Fleische ernährt, der mit dessen Blute seinen Durst gestillt hatte? Um seinen Namen zu offenbaren, hätte er wenigstens im Voraus wissen müssen, dass die Holbrane es auf seine Mitteilungen hin unternehmen würde, nach Arthur Pym zu suchen. Nachdem er also einige Jahre in Illinois verlebt, hatte sich der Mestize nach den Falklandsinseln in der Absicht begeben, die erste Gelegenheit zu ergreifen, die ihm eine Rückkehr nach dem tiefsüdlichen Polarmeer versprach. Bei seinem Dienstantritt auf der Holbrane hoffte er, den Kapitän Nengai, nachdem dieser seine Landsleute auf der Insel Tsalal gerettet hatte, auch zu einer Ausdehnung der Fahrt nach noch höheren Breiten zugunsten Arthur Pyms bestimmen zu können. Kein Mensch von gesunden Sinnen hätte aber zugestanden, dass jener Unglückliche nach 11 Jahren noch auf Erden wandle. Die Existenz des Kapitän William Guy und seiner Gefährten war ja durch die Hilfsquellen der Insel Tsalal einigermaßen gesichert, und außerdem bewiesen die Aufzeichnungen Pattersons, dass sich diese, also von ihnen getrennt wurde, jedenfalls noch dort befanden. Dass aber Arthur Pym noch leben sollte, war doch mindestens viel unwahrscheinlicher. Die Versicherung des Dirk Peters gegenüber, die übrigens fast gänzlich in der Luft schwebte, verhielt ich mich aber doch nicht so ungläubig, wie das in diesem Falle wohl berechtigt schien. Nein, als der Mestize ausrief, Pym ist nicht tot, Pym ist dort, der arme Pym darf nicht im Stich gelassen werden, da fand das in meinem Herzen einen lauten Widerhall. Und dann dachte ich an Edgar Poe und fragte mich, was er wohl sage, wie er verlegen sein würde, wenn die Holbrane den mit zurückbrachte, dessen plötzlichen und beklagenswerten Tod er gemeldet hatte. Entschieden war ich seit dem Entschluss, an der Fahrt der Holbrane teilzunehmen, nicht mehr derselbe, der praktisch vernünftige Mann wie früher. Ja, für Arthur Pym fühlte ich mein Herz jetzt ebenso lebhaft schlagen wie das des Dirk Peters. Von der Insel Tsalal wieder nach Norden zu gehen, nach dem Atlantischen Ozean zu steuern, das erschien mir wie die Vernachlässigung einer Menschenpflicht, der Pflicht, einem Unglücklichen zu Hilfe zu eilen, der verlassen in den Eiswüsten des Polargebietes weilte. Ein Gesuch freilich an den Kapitän Nengai, die Colette in diesen Meeren noch weiterhin aufzuführen, der Besatzung neue Mühsal zuzumuten, nachdem sie schon so viele Gefahren völlig nutzlos bestanden hatte, das bedeutete wohl nur, sich einer Abweisung auszusetzen, während es doch kaum meines Amtes war, diese Angelegenheit selbst zu betreiben. Und doch fühlte ich, dass Jack Peters auf mich rechnete, für seinen armen Pym mit einzutreten. In der Erklärung des Mestizen folgte ein langes Stillschweigen. Gewiss kam es niemanden in den Sinn, an seiner Aufrichtigkeit zu zweifeln. Er hatte gesagt, ich bin Dirk Peters, und er war das ganz bestimmt. Was dann Arthur Pym anging, dass er nach Amerika nicht zurückgekehrt, von seinem einzigen Gefährten getrennt und in dem zalalischen Boote nach dem Südpol hinaufgetrieben worden sei, das waren an und für sich annehmbare Tatsachen, und nichts berechtigte zu einem Zweifel daran, dass Dirk Peters die Wahrheit gesagt hätte. Dass Arthur Pym aber immer noch am Leben sei, wie der Mestize behauptete, dass uns die Verpflichtung obliege, diesen aufzusuchen, wie er es verlangte, und dass wir uns so vielen neuen Gefahren aussetzen sollten,
Das war denn doch eine andere Frage. Um Dirk Peters jedoch zu unterstützen, obwohl ich mich dabei auf ein Feld zu begeben fürchtete, von dem ich beim ersten Anlauf zurückgetrieben würde, bezog ich mich auf die mit dem Wunsche des Mestizen ja vereinbare Angelegenheit des Kapitäns William Guy und seiner 5 Matrosen, von denen wir auf der Insel Tsalal doch auch keine Spur gefunden hatten. Ehe wir einen endgültigen Beschluss fassen, liebe Freunde, so begann ich, erscheint es doch ratsam, den Sachverhalt mit kaltem Blute zu betrachten. Würde es uns nicht für alle Zeit gereuen, uns quälende Gewissensbisse bereiten, wenn wir unsere Expedition vielleicht in dem Augenblicke aufgäben, wo ihr einige Aussicht auf Erfolg winkte? Überlegen Sie sich das, Herr Kapitän, und auch ihr alle, liebe Leute. Vor kaum 7 Monaten wurden Ihre Landsleute von dem unglücklichen Patterson hier in vollem Leben zurückgelassen. Befanden Sie sich zu dieser Zeit noch auf Tsalal, so ist das ein Beweis, dass Ihnen die Insel 11 Jahre hindurch genügend Existenzmittel geboten hatte, ohne dass Sie weiter etwas von den Eingeborenen zu fürchten brauchten, von denen ein Teil unter uns unbekannten Umständen umgekommen war und ein anderer sich jedenfalls auf andere Inseln der hiesigen Gruppe geflüchtet hatte. Das alles liegt doch klar auf der Hand, und ich weiß nicht, was diesen Schlussfolgerungen entgegenzuhalten wäre. Auf meine Rede antwortete niemand. Es war eben nichts darauf zu antworten. Haben wir den Kapitän der Jane und seine Leute hier nicht angetroffen, fuhr ich lebhafter werdend fort, so liegt es daran, dass sie nach dem Abgange Pattersons in die Zwangslage gekommen sind, die Insel Tsalal zu verlassen. Meiner Ansicht nach jedenfalls deshalb, weil das Erdbeben diese so stark durcheinandergerüttelt hatte, dass sie unbewohnbar geworden war. Mit Hilfe eines Bootes der Eingeborenen haben sie gewiss, unterstützt von der nach Süden verlaufenden Strömung, entweder eine andere Insel oder irgendeinen Punkt des antarktischen Festlandes erreichen können. Ich glaube nicht viel zu behaupten, wenn ich sage, dass die Dinge sich in dieser Weise abgespielt haben werden. Jedenfalls aber weiß ich und wiederhole ich hiermit, dass wir so gut wie nichts getan hätten, wenn wir jetzt unsere Nachsuchungen aufgäben, von denen die Erlösung ihrer Landsleute abhängt. Ich sah meine Zuhörer fragend an, erhielt aber immer noch keine Antwort. Eine Beute tiefer Erregung hatte Kapitän Len Guy den Kopf gesenkt. Er fühlte gewiss, dass ich recht hatte, dass ich mit dem Hinweis auf unsere Menschenpflicht den einzigen Weg bezeichnete, den beherzte und mitfühlende Männer einzuschlagen hatten. Um was handelt es sich denn? Fuhr ich nach kurzem Schweigen fort. Nur darum, noch wenige Breitengrade zu durchsegeln, und zur Zeit, wo das Meer befahrbar ist und uns noch 2 Monate guter Witterung bevorstehen, ohne dass wir etwas vom antarktischen Winter zu fürchten haben, dessen Unbilden zu trotzen ich sie gar nicht veranlassen möchte. Und wir sollten zaudern, wo die Hallbrain mit Proviant reichlich versehen, ihre Mannschaft bei vollen Kräften und vollzählig ist, wo keine Krankheit an Bord Eingang gefunden hat. Wir sollten vor eingebildeten Gefahren zurückweichen. Wir hätten nicht den Mut, weiter dorthin zu gehen. Ich wies nach dem südlichen Horizonte, ebenso wie Dirk Peters, der in fast befehlerischer Haltung den Arm in diese Richtung ausstreckte. Jetzt waren alle Augen auf uns gerichtet, und dennoch erfolgte keine Antwort. Unzweifelhaft konnte die Goelette die Gewässer für noch 8 bis 9 Wochen lang ohne besonderes Wagnis durchkreuzen. Wir hatten erst den 26. Dezember und die früheren Forschungsreisen waren erst im Januar, Februar oder gar noch im März ausgeführt worden, wie die Bellinghausens, Biscoes, Candles und Weddells, die alle nach Norden zurücksegeln konnten, ehe ihnen der Frost jeden Ausgang versperrte. Waren ihre Schiffe nicht bis zu den hohen Breiten hinaufgelangt, wie zu denen, um die es sich bei der Hallbrain handelte, so waren sie auch nicht so begünstigt gewesen, wie wir das unter den gegebenen Umständen erwarten durften. Ich wies auf alles das hin und wartete auf eine zustimmende Erklärung, für die doch niemand die Verantwortung zu tragen zu wollen schien. Allgemeines Schweigen, alle Augen blickten zu Boden. Und ich hatte doch nicht ein einziges Mal den Namen Arthur Pym ausgesprochen oder den Wunsch des Dirk Peters unmittelbar unterstützt. In diesem Falle hätte man mir wohl mit Achselzucken, vielleicht gar mit persönlichen Drohungen geantwortet. Ich fragte mich also, ob es, ja oder nein, mir gelungen wäre, meine Gefährten denselben Glauben einzuflößen, der meine Seele erfüllte. Da nahm der Kapitän Len Guy endlich das Wort. »Dirk Peters«, sagte er,
Kannst du behaupten, dass ihr beide, Arthur Pym und du, nach der Abfahrt von Tsalal weiter im Süden noch andere Länder gesehen habt? Gewiss, Länder, erklärte der Mestize. Inseln oder ein Festland, verstehen Sie mich recht? Und dort, glaub ich, bin ich überzeugt, dort wartet Pym, der arme Pym, dass ihm jemand zu Hilfe kommt. Dort, wo vielleicht auch William Guy und seine Leidensgenossen warten, rief ich, um das Gespräch auf ein weniger verfängliches Gebiet zurückzuleiten. Waren diese Landgebiete schon einmal gesehen worden, so bot sich damit ein Ziel, das nicht so schwer zu erreichen sein konnte. Die Holbrain würde nicht aufs Geradewohl hinaussteuern, sondern dahin gehen, wo die Überlebenden von der Jane möglicherweise Zuflucht gefunden hatten. Erst nach einigem Überlegen ergriff Kapitän Nan Guy wieder das Wort. War der Horizont, Dirk Peters, wandte er sich wieder an diesen, jenseits des 84. Grades, wirklich durch einen Dunst- oder Nebelvorhang abgeschlossen, wie ihn der Bericht erwähnt. Hast du den Luftkatarakt gesehen, mit eigenen Augen gesehen, und auch den Abgrund, in den das Boot Arthur Pyms sich verlor? Nachdem er uns einen nach dem anderen angesehen hatte, schüttelte der Mestize mit dem Kopfe. »Ich weiß nicht«, stieß er hervor. »Wonach fragen Sie mich, Kapitän? Ein Dunstvorhang? Ja, vielleicht, und auch Anzeichen von Land im Süden.« Offenbar hatte Dirk Peters das Buch Edgar Poes niemals vor Augen gehabt. Er konnte vielleicht gar nicht lesen, und nach der Auslieferung des Tagebuchs Arthur Pyms hatte er sich um dessen Veröffentlichung nicht weiter bekümmert. Erst in Illinois und dann auf den Falklandsinseln zurückgezogen lebend, hatte er von dem Aufsehen, das jenes Werk machte, ebenso wenig etwas erfahren, wie von der fantastischen und unwahrscheinlichen Lösung, die unser großer Dichter jenen seltsamen Abenteurern gegeben hatte. Konnte aber Arthur Pym bei seiner Neigung zu dem Übernatürlichen nicht geglaubt haben, dass er all die wunderbaren Dinge gesehen hätte, die nur Erzeugnisse seiner leicht erregbaren Fantasie gewesen waren? Da ließ sich, seit dem Anfange dieses Gesprächs zum ersten Male, die Stimme Jem Wests vernehmen, doch hatte der Leutnant sich meiner Meinung angeschlossen, hatten ihn meine Beweiskunde überzeugt und würde er schließlich für die Fortsetzung der Fahrt eintreten? Ich wusste es zunächst nicht. Jedenfalls begnügte er sich vorläufig zu fragen, »Ihre Befehle, Kapitän?« Der Kapitän Nan Guy wendete sich der Mannschaft zu. Alte und neue Leute umringten ihn, während der Segelmeister Hearn sich etwas zurückhielt, gewiss bereit einzugreifen, wenn ihm das nötig erschien. Mit den Blicken fragte der Kapitän Nan Guy den Hochbootsmann und dessen Kameraden, auf deren Ergebenheit er ja von vornherein rechnen konnte. Ob er aus ihrer Haltung aber die Zustimmung zur Fortsetzung der Reise erkannte, vermöchte ich nicht zu sagen, denn ich hörte ihn nur die Worte flüstern, »Ach, wenn es nur von mir allein abhinge, wenn mir alle ihre Unterstützung zusicherten.« Ohne allgemeine Zustimmung waren neue Nachsuchungen in der Tat nicht zu unternehmen. Jetzt ergriff Hearn das Wort. »Kapitän«, sagte er in Raumtone, »schon sind 2 Monate verflossen, seit wir die Falklands verlassen haben. Meine Kameraden sind aber nur zu einer Fahrt angeworben worden, die sie jenseits des Packeises, nicht weiter als nach der Insel Tsalal führen sollte.« »Das nicht«, rief der Kapitän Nan Guy, den diese Erklärung Hearns tief erregte. »Nein, das nicht. Ich habe euch alle zu einer Reise angeworben, die ich berechtigt bin, fortzusetzen, wohin es mir beliebt.« »Entschuldigen Sie, Kapitän«, erwiderte Hearn trocken, »wir sind bereits an einem Punkte, wohin noch kein Seefahrer gelangt ist, wohin sich außer der Jane noch kein Schiff vorgewagt hat. Meine Kameraden und ich halten es nun für angezeigt, vor Eintritt der schlechten Witterung nach den Falklandsinseln zurückzukehren. Dann mögen Sie noch einmal bis zur Insel Tsalal und, wenn es Ihnen gefällt, bis nach dem Pole fahren.« Hier ertönte ein zustimmendes Gemurmel. Ohne Zweifel bildete der Segelmeister nur das Sprachrohr der Mehrheit, die gerade aus den neuen Leuten der Besatzung bestand. Gegen deren Anschauung anzukämpfen, Leute, die nicht mehr gehorchen wollten, zum Gehorsam zu zwingen und sich unter diesen Verhältnissen weit, weit in unbekanntes Polargebiet hinaufzuwagen, das wäre eine Tollkühnheit, ja noch mehr eine Torheit gewesen, die mit einem Unglück enden musste. Nun mischte sich aber Jem West ein, der auf Hearn zutretend diesen fragte, »Wer hat dir erlaubt zu sprechen?« »Der Kapitän fragte uns«, erwiderte Hearn, »ich hatte das Recht zu antworten.«
Diese Worte wurden mit solcher Frechheit geäußert, dass der Leutnant, der sich gewöhnlich so gut zu beherrschen wusste, seinen Zorn schon freien Lauf lassen wollte, als der Kapitän den Guy ihn mit einem Winke aufhaltend sagte: »Beruhige dich, Jam. Hier ist nichts zu machen, wenn wir nicht alle eines Sinnes sind.« Dann wendete er sich an den Hochbootsmann. »Deine Ansicht von der Sache, Halligalli?« »Nee, ist sehr einfach, Kapitän«, antwortete der Hochbootsmann. »Ich gehorche Ihren Befehlen, wie Sie auch lauten mögen. Unsere Pflicht ist es, William Guy und die anderen nicht im Stiche zu lassen, solange wir noch einige Aussicht haben, sie zu retten.« Der Hochbootsmann schwieg eine kurze Zeit, während einige der Matrosen wie Drab, Rogers, Gration, Stern und Burry ihre Zustimmung deutlich genug zu erkennen gaben. »Was nun Arthur Pym angeht«, fuhr er dann fort. »Hier handelt es sich nicht um Arthur Pym«, unterbrach ihn der Kapitän auffallend lebhaft, »sondern um meinen Bruder William und seine Gefährten.« Da ich bemerkte, dass Dirk Peters Einspruch erheben wollte, ergriff ich ihn am Arme, und obgleich er von Ingrimm bebte, schwieg er doch. Nein, das war nicht die rechte Zeit, auf Arthur Pym zurückzukommen. Meiner Ansicht nach blieb uns nichts anderes übrig, als der Zukunft zu vertrauen, die Zufälligkeiten der Fahrt bestens auszunützen und die Leute unbewusst, mehr instinktiv sich von der Sache einnehmen zu lassen. Jedenfalls glaubte ich, Dirk Peters mit direkteren Mitteln zu Hilfe kommen zu sollen. Der Kapitän Len Guy hatte die Mannschaft weiter befragt. Er wollte die, auf die er rechnen konnte, einzeln und dem Namen nach kennen. Alle die alten Leute stimmten seinen Vorschlägen bei und verpflichteten sich, nie an seinen Befehlen zu deuteln und ihm zu folgen, wohin er sie auch führen würde. An diese braven Männer schlossen sich auch einige der neu Angeworbenen an, freilich nur drei, die englische Abstammung waren. Die größere Zahl schien mir aber den Anschauungen Hearns beizupflichten. Für sie war die Fahrt der Holbrane mit der Insel Tsalal beendet. Deshalb weigerten sie sich, noch höher hinauf mitzugehen und verlangten nachdrücklich, wieder nach Norden zu steuern, um das Packeis noch in der allergünstigsten Jahreszeit zu passieren. Diese Ansicht vertraten etwa 20, und es war kein Zweifel, dass Hearn ihren wahrsten Empfindungen Ausdruck gegeben hatte. Wollte man sie trotzdem nötigen, bei den Manövern der Golette, wenn diese südwärts segelte, mit Hand anzulegen, so hieß das so viel wie eine Meuterei herausfordern. Um eine Sinnesänderung bei den von Hearn bearbeiteten Matrosen zu bewirken, gab es nur das Mittel, ihre Habgier zu reizen, die Seite des persönlichen Interesses schwingen zu machen. Ich ergriff daher das Wort und mit fester Stimme, die niemand an dem Ernste meines Vorschlages zweifeln lassen konnte, begann ich: »Ihr Seeleute von der Holbrane, hört mich an. Wie schon mehrere Staaten für Entdeckungsreisen in den Polarmeeren Belohnungen ausgesetzt haben, so biete ich hier mit den Leuten unserer Galette eine solche an. Ihr sollt für jeden Breitengrad, den wir über den 84. hinaus gelangen, $2000 erhalten.« Über $70 für jeden Mann, das erschien doch verlockend. Ich merkte, dass ich die Leute an der rechten Stelle getroffen hatte. »Diese Zusage«, fügte ich hinzu, »werde ich dem Kapitän Len Guy schriftlich bestätigen. Er mag euer Vertreter sein, und die gewonnene Summe wird euch bei der Rückkehr, diese Erfolge nun unter was für Umständen auch immer, ausgeliefert werden.« Auf die Wirkung dieses Versprechens hatte ich nicht lange zu warten. »Hurra«, rief der Hochbootsmann, wie um seine Kameraden zu begeistern, und fast einstimmig vermischten sich ihre Hurras mit den seinigen. Hearn erhob keinen ferneren Widerspruch, stand es ihm doch immer frei, mit Ratschlägen hervorzutreten, wenn die Umstände dafür günstiger waren. Der Vertrag galt also als geschlossen, und um meine Ziele zu erreichen, hätte ich auch eine noch größere Summe geopfert. Wir befanden uns jetzt nur noch 7 Grade vom Südpol entfernt, und selbst wenn die Holbrane bis zu diesem gelangte, konnte es mir doch nicht mehr als $14.000 kosten.